Und herzlich willkommen bei Knaschliebe. Ihr seht hier die drei Räume: Putzen, Werkstatt, Schule. Also, unsere heutige Folge steht unter der Überschrift: Der beste Knasch der Welt. Räumen, tüfteln, lernen oder kurz RT. Nee, ist egal. Der gute Rick ist auch wieder mit dabei. Von meiner Seite. Ich musste den Loch jetzt irgendwie einbauen. Ja. Und ich starte hier mal wieder ein bisschen die Zeit. Unsere Gefangenen sind hier schon an der Arbeit. Sie müssen hier wieder ganz begeistert irgendwelche Klamotten zusammenlegen. Aber du siehst richtig, wie die allesamt die Köpfe hängen lassen. Das ist ja, die geil. Machen nichts. Was machen die eigentlich? Aber du merkst sofort, der eine will so Alkohol, der andere will auf Toilette. Ja. Ogwekmi. Hast du das gerade gesehen? Der eine hat gerade irgendwas von wegen Ogwekmi gesagt? Oder heißt der Typ so? Wer der hier? Ich weiß es nicht genau. Adam Wilders? Nee, da ja, manchmal steht so der Name dran. Ach so, okay, weil der hieß wohl Ogwekmi. Okay, ja, du, ich kann auch einem den Namen geben zu dich oder. wie du möchtest. So, in der 20. Folge, das kündige ich jetzt schon an, ist nachher dein Problem, wenn es nicht klappt, ziehen wir beide in den Knast ein. Tales Echt? Und Big LP. Okay, ja, wenn die Leute uns noch so lange anschauen wollen, also. Das hält keine Sau durch, früher gehen die freiwillig. Ja, glaube ich auch nicht. So, Stationierung, wie sieht's denn aus mit den Arbeitsplätzen? Ah, die ersten drei wollen schon arbeiten hier in der Putzkammer. Klar, da gibt's Drogen, da gibt's alles. ja. So, und beim anderen, wie sieht's unten aus bei unserem Zellenblock? Ah, die Wasserversorgung ist noch nicht da. Aber wir haben natürlich auch noch immer noch ein bisschen so das Geldproblem. Und mit 3 Euro, da kommst du weit. Ja, die 3 Dollar. Jetzt schaffst du es auch in einer Woche von und zu leben. Also. Dafür gehen die Beschwerden hier ein bisschen nach oben. Och, und wir sind mental unterdrückt. Ja, das ist ganz schlimm. Ey, sind die Büros eigentlich so furchtbar dreckig? Oder sieht das nur so aus? Ja, die sind furchtbar dreckig. Unser ganzer Knascht ist dreckig. Dann zoom mal eben hier an das Büro vom Chef ran. Das ist doch. Das hier? Ja, das ist noch das Sauberste. Jetzt guck dir mal. Nee, vom Polizeichef da oder von deinem Sicherheitschef. Ja, das hier ist einfach nur dreckig. Aber der braucht es auch nicht schön. Aber hier, unser netter Putzteufel ist eigentlich schon unterwegs. Der lebt ja fast wie im Büro. Und jetzt hier oben müssten eigentlich auch, jetzt hat es gerade ein bisschen geruckelt hier. Ja. Müssten eigentlich auch gleich unsere Gefangenen hier anfangen. Ah, die Putzkammer. Ich muss normalerweise. Nichts weiter bis auf die paar Eimerchen da oben oder wie? Ja, das hier ist Putzmaterial, also Bleichmittel. Also dann dürfen die durch den ganzen Knast laufen und putzen, oder? Genau, während ihrer Arbeitszeit. Jetzt haben sie allerdings gerade Freizeit. Und der Dicke nutzt hier es natürlich mal wieder fürs Essen. Ich hätte vorher schon fast gesagt gehabt, man sieht sofort, dass es ein amerikanischer Knast ist. So, und wir haben 24 und mir geht's. Oh ey, die Waschräume. Jedes Mal, wenn wir darüber scrollen, die regen mich jedes Mal auf. Hier. Oh, ja, das lecker! Oh, der gute Porter! Dachtest du, das sehe ich nicht? Gefangenen durchsuchen. So. Bin hier gespannt. Was hat denn der gehabt? Der hatte auch wieder so eine Zange. Ja, Zange, dafür gibt's knapp. Heckenschere. Ey, jetzt bleibt die da einfach liegen, oder wie? Nee, die wird schon irgendwie hoffentlich abgeholt. Ich habe keine Ahnung, aber. Wir nehmen die immer ab und schenken sie am nächsten. So, hier unten ein war. Ein breites Sofa steht da drin. Wo steht denn das? So in der Eingangsbereich da. So, hier ist unser Export. Dann würde ich sagen. Können wir hier oben schon. Ist das jetzt inzwischen erfunden? Räume? Und zwar unsere Baumschule, genau. Die will ich jetzt mal noch hier ein bisschen aufbauen. Und zwar die baue ich außerhalb auf. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ob das geht. Aber damit können unsere Arbeiter dann im Prinzip hier Bäume anpflanzen und wieder. Aua! Was? Wir sind immer noch in derselben Aufnahmesession, muss ich dazu sagen. Und der Hashtag Tales im Knast läuft immer noch. Und wir haben jetzt hier gerade einen Tweet bekommen von einer weiblichen Zuschauerin. Mit der einfachen Frage: Was ist ein Mann im Knast? Artgerechte Haltung. Oh! Das ist schon. Also, ich bin ja auch für Twitter-Connection da. Ja.
Aber es ist doch schön, wenn das hier so gut klappt, dann ja. Ich finde es vor allem krass, dass sich das wirklich Leute um die Uhrzeit noch jetzt hier gerade auf dem Channel ansehen. Ja, also wenn das gut läuft, dann wird man das wahrscheinlich auch mal hier live noch entsprechend machen. Genau, da aber mit langer Vorankündigung, damit ihr alle Zeit habt, euch die ganze Nacht für frei zu Ja, nehmen. und dann können wir auch So. gemeinsam hier einen Knast bauen und können das Ganze hier ein bisschen dynamischer. Und dann werden wir das Ganze auch ein bisschen schwieriger machen. So, Also, ich muss dass dann wieder wir hier wirklich weiter. hier sagen, okay. Ach, guck, hier wurde schon einiges. Ach nee, das ist das Holz, das angeliefert wurde. Aber irgendwie. Warum arbeiten da? Ach, wir haben die Sicherheitseinweisung noch nicht. Das heißt, nur die Wäscherei arbeitet hier richtig gut. Für die Putzkammer Kann brauchst du auch ich eine mir jetzt. Sicherheitseinweisung? Ich habe noch nicht mal genügend Kohle hier gerade, um das hier zum Bauen. Aber ich möchte auch nicht zu. Ah, hier kurzfristige Investitionen. Kann ich 5000 Personal wohlfühlen? Personalraum? Nein, ist es nicht. Zertifiziertes? Nein. Reinigung, Gartenpflege. Ein Vorarbeiter, ein Hausmeister, ein Gärtner. Nehmen wir! So, und die anderen? Ach, unser Zellenblock ist noch gar nicht fertig hier unten. Okay, das heißt, wir haben hier 8000 Kohle. Dann nutze ich das ganz schnell hier, um diese hier noch ein bisschen weiter auszubauen. Und ganz schnell, um hier oben unsere Schule einzurichten. Die natürlich sehr, sehr Sonderschule, viel. Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Ja, was je wird's? nachdem, was So die eine wollen. Ich will die Mischschule erstmal jetzt ist hier sowieso zum bestes Lernen bringen. Programm. Ah, guck, da unten sind die Putzer. Und wo wollen sie natürlich am liebsten putzen? Ganz klar, da wo natürlich die Auf der gefährlichen Sachen. Damentoilette. Nein, da wo die gefährlichen Sachen sind. Da wo es eine Zange gibt und. Alles, guck, wie sie schön wedeln. So, hey Chef, wir lassen mich raus. Gut. Gruppenraum wird auch, aber den müssen wir eigentlich nicht abschließen. Und den Gruppenraum können wir dann auch mal demnächst hier ein bisschen ausstatten noch mit weiteren Sachen. Ich habe sie ja eigentlich bisher jetzt nur reingenommen, damit wir. Habe ich schon den Hundezwinger? Kantine, Hof, Lager, Werkstatt, Büro, Wäscherei, Kranken. Oh, wir brauchen auch eine Krankenstation, stimmt. Okay, Forschung sparen. Oh, wir haben Kohle. Ach, unsere 15 sind fertig geworden. Dann nutzen wir das Ganze hier, um noch die beiden Investitionen. Ah, wir können nur eine. Moment, dann gehen wir in die Forschung. Sagen hier eine Extrasubvention noch rein. Kredite brauche ich nicht. Steuererleichterung wäre natürlich interessant, aber die Kohle spare ich mir noch. Und wir nutzen das Ganze hier noch mal ein bisschen zum Klonen. Nein! Oh, genau falsch reingesetzt. So, die nehmen wir komplett raus. Auch hier die Einrichtung. Bin ich natürlich komplett hier verrutscht. So, wir schnappen uns die hier noch mal einmal und schauen, ob wir das drüber setzen können. Ah, Gott sei Dank geht. So, jetzt einmal kurz nachzählen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, Was da 7, oben? 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und die 20. Hier gibt es sogar eine richtige Unterhaltung jetzt auf Twitter. Echt? Der Jakob Müller hat gerade wieder zurückgeschrieben, ebenfalls noch ein Witz. Jetzt geht's aber Okay, los. ich bin gespannt. Ich lese vor. Der Angeklagte fragt seinen Anwalt, wie lange die ganze Angelegenheit wohl noch dauert. Der Anwalt sagt, für mich 3 Stunden, für Sie 3 Jahre. Auch gut. Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
bis zu der ersten Mauer. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bis zur zweiten. Okay, passt. Und dann nutze ich das Ganze vielleicht noch. Wir brauchen hier außen, brauchen wir dann natürlich noch die Wasserversorgung. Ich baue die großen Rohre nicht direkt durch das Gebäude durch, einfach aus dem Grund, sonst graben die sich da ziemlich gern rein. Wo graben sie sich rein in die großen Rohre? Gehen sie ja, die gehen da voll rein, die nutzen das. Ah, hier. Underground FKK schwimmen. So, deswegen hier noch einen rein. Aber Strom fehlt da noch, oder? Strom ist schon verlegt eigentlich, nur die Kabel sind noch nicht gelegt. Doch, hier. Ja. Das ist alles schon gelegt. Gerade eben nicht gesehen. Und hier sogar dieses Doppelbit, das wir hier eingebaut haben. Das kommt da ganz hinten in die Ecke rein. So, das hier raus. Und hier haben wir sogar die... Da habe ich mich doch so verbaut hier, so wunderschön. Irgendwo passt doch was nicht, dachte der gerade Toiletten. Ja, ich habe mich da wunderschön beim Klonen verbaut. Ja, eben, der eine hier hinten kriegt da zwei Toiletten und einen Fernseher auf der Toilette drauf. So, aber gleichzeitig müssen wir hier auch noch unseren Zaun noch ein bisschen erweitern. Soll alles auch noch mal ein bisschen größer werden. Es ist, ich finde diesen Lastwagen so geil. So schlecht planen kann echt keiner. Da fährt dann einer mit einem Ding, dann fährt da einer mit gar nichts. Das ist... Wir sind ja nicht bei Zalando. Oh. Die Beschwerden, liebe Rechtsanwälte, gehen dann bitte an. Ich meine natürlich, wir sind ja nicht bei Zalando, weil ansonsten hätten wir nämlich eine perfekte Logistikplanung. So, wir brauchen noch mehr hier Tische und Bänke für unsere werten Damit sie uns noch mehr über Tische und Bänke gehen können. Ja. So, machen wir hier einfach mal den Rand voll. Ach, ich trottel. Ich hätte auch wieder natürlich das Klonen benutzen können. Ich vergesse das immer ein bisschen. Ja, es ist eine ganz neumodische Technologie, weißt du ja. Du kannst übrigens klonen, weil du es gerade schon wieder versuchst. So, und... Jetzt wissen... Ich dachte, du willst jetzt ein Bett ins Esszimmer reinbauen. Nee. Aber ich muss hier... Wie war das? Nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun? Gott, hier ist mein Gebäude. Ich bin gerade noch ein bisschen am Planen hier, Entschuldigung. Die Putzkammer sieht gut aus. Hier oben sieht es eigentlich auch gut aus. Schauen wir mal auf den Strom. Okay, er kratzt noch nicht am oberen. Dann ziehen wir hier unsere Stromleitung noch nach oben in den Raum. Und haben dort dann unseren Schulungsraum. Wo haben wir die Schule? Inneneinrichtung, Lager, Lieferung, Abfall... Klassenraum, du musst erst Ausbildung freischalten. Hab ich die noch nicht freigeschaltet? Ach doch, noch nicht. Na gut, dann investieren wir da auch nochmal 2000. Aber unsere Gartenpflege ist auch schon fertig. Dann können wir hier noch unseren Garten reinsetzen. Und wir sollten vielleicht auch langsam mal dran denken, dass wir hier unsere Krankenstation aufbauen. Die baue ich jetzt, glaube ich, hier über den Gruppenraum. Werden wir ja hoffentlich nicht so häufig brauchen. So, einmal. Und natürlich auch wieder eine Tür einziehen. Personaltür hier. So, sieht echt schön aus. Gefällt mir. Ah, und hier kommen auch neue Klamotten. Aber irgendwie klappt es mit unserer Wäscherei hier irgendwie noch nicht so ordentlich. Wir haben die hier alle zum Arbeiten, aber sieht aus wie so. Oder? Ja, ein bisschen. Sieht fast aus wie zu Hause. Beziehungsweise eher bei uns im Büro. Dein Zuhause, nicht mein Zuhause. Ich meine damit natürlich das Büro. Okay. Urteile ich schon hier so unfair über meine Wohnung. So schlimm ist die auch nicht.
Ja. So, Putzkammer sieht gut aus, Schulungsraum sieht gut aus, Gefahrenstufe sieht gut, alle sind zufrieden. Wenn alles gut aussieht, warum bist du denn, warum spielen wir das denn überhaupt? Ja, es wird ja noch schlimmer. Also, Achso, okay. wir haben ja noch nicht mal die schlimmen Gefangenen irgendwie hier reingenommen. Dann könnten wir die ja mal annehmen, vielleicht wird's lustig. Ich verweise damit nur auf einen Kommentar von Jakob Müller. Ja, ich möchte hier auch dann drunter, also ich denke, unter diesem Zellenblock, ich werde das Ganze ja hier jetzt ausbauen. Und dann werde ich dazwischen jetzt einen Hochsicherheitstrakt reinmachen. Oder eigentlich wollte ich den ja eher irgendwo hier an den Rand ran machen, also wo ich die wirklich abschließen kann. Was ich nur so ein bisschen schade finde, oder vielleicht bekomme ich es auch einfach noch nicht mit, im Tutorial war da. Boah, ey, der Waschraum schon wieder. Im Tutorial war eine ganz schöne Geschichte immer zu jedem Gefangenen dabei gewesen. Die ist leider jetzt nicht mehr drin. Das finde ich auch schade. Ja, die fand ich so irre. Die fand ich so irre. Vielleicht kommt die ja, wenn wir später die ersten Hinrichtungen hier im Knast Ja haben. gut, man muss dazu sagen, das ist auch eine komplette Early Access Alpha. Das heißt, wir haben uns hier wirklich eingekauft, dass wir hier das Spiel auch so früh hier ein bisschen spielen und testen dürfen. Und dafür, dass es hier wirklich absolute Alpha ist, noch nicht mal Beta irgendwie, Ist das irre? bin Ist ich das irre? absolut begeistert von dem Spiel. Es macht so einen dermaßen Ey, der Flur Spaß. ist auch schon wieder unten total dreckig. Der hier? Ja, die Leute arbeiten auch Und nicht. da guckt irgendwie ein halbes Bett raus, oder? Ich setze hier 4 Stunden Guckt ein zum halbes Bett Arbeiten raus. ein und die haben hier einfach keinen Bock zum Arbeiten. Du, da steht ein halbes Bett in der Zellentür, oder was ist das? Wo? Das hier? In der fünften Zelle, ja, was ist das? Das ist Ist das wie ein die halbes Bett? Wäsche. Nee, das ist der Wäschekorb. So. Ich dachte, da hat ein Bett in der Zellentür stehen. Nee. Aber hast recht, das ist hier wirklich alles dreckig. Auch hier drüben stehen noch überall die Aufräumkisten dran. Ganz toll gemacht, liebe. Der hier hinten hat schon wieder Baufehler, türentechnisch. Wer? Wo? Rangezoomt, zweite Zelle Ja, von der Seite. die habe ich ja vorher falsch eingebaut. Kann ich Ja, da mal ist irgendwas mit gucken, der ob Tür noch wir nicht richtig. die verkaufen können? Nee. Demontieren. Ach, die muss ich hier rausnehmen. Okay. So, verkaufen wir die einfach mal. Und unsere zwei Küche reichen eigentlich im Moment gerade noch gut. Gärtner haben wir. Wir haben noch keine Hundeführer. Wir haben noch keinen Psychologen. Den brauchen sie aber, den Schmutz. Aber vielleicht können wir ja mal noch ein paar neue Arbeiter einstellen. Irgendwie bauen die sehr langsam. Das geht schon. Siehe Ich hab. Speisesaal, siehe. Was ist mit dem Speise? Ja, das liegt einfach dran. Ich habe die hier unten gerade dafür angestellt. Guck mal. Die dürfen hier gerade Also. das gesamte Gebiet nochmal einmal umzäunen, weil ich mehr Platz brauche. Ich meine, was sie nicht wissen, dass ich kaum mehr Kohle habe. Das heißt, Wenn die dieses wüssten, am dass sie Ende von nächsten Monat Monatslohn nicht gibt's. kriegen, Ja, da gibt's keine Kohle mehr. dann nagelt es sie da Beschwerden bei uns. So, aber Ausbildung sieht gut aus. Wir nehmen auch gleich noch Gesundheit und Psychologie nehmen wir auch noch mit. Ich habe gar kein Geld mehr. Und den nehmen wir noch. Und den nehmen wir noch. Ja. Und den noch. Und fünf Döner mit Soße. Und zwei Hamburger. Und ja, komm. Muss leider sein. Also Psychologe ist schon ganz praktisch. Für uns oder für die? Na, wie man sieht. Bei dem Knast. So, Einrichtung. Wir bauen hier noch eine Personal. Ach, warte. Lernkurve. Man kann ja klonen. Klonen. Und siehst du, da hat sich doch der Schultrakt im Knast direkt für was bezahlt gemacht. So, aber natürlich kann ich erst klonen, wenn das Gebäude fertig ist. Intelligenzbolzen. So, hier unten kommen schon die nächsten Gegenstände angeliefert. Und ich will jetzt endlich meinen Hundeführer, möchte ich vielleicht auch haben. Weil Hunde sind echt praktisch. Ah, da muss ich auch nochmal 2000 ausgeben. Schrott! Haben wir bestimmt so eine kleine Chihuahua-Staffel? Ja. So, unser Ausbildungszentrum wird hier fertig. Komm, die in die Wand noch einbauen. Danke, jetzt haben wir Strom. Räume, der Klassenraum. Ausbildung ist noch nicht fertig. Wie lange dauert die noch? 2 Stunden. Und hier drüben hat er es mal wieder nicht geschafft, die Wand schön einzuziehen. Wenn man hier nicht alles selber macht. Und wir nehmen das hier auch gleich noch mit rein. Dass wir hier sagen, okay,
Hier kommt die Abtrennung rein. Und neben der Krankenstation, wo haben wir die? Rüstkammer, Klassenraum. Ach, die ist noch gespottig. Gesundheit ist auch noch nicht ganz so weit. Die braucht noch 6 Stunden. Was fällt ihr noch? Ach, das kommt nacheinander, oder? Aber die Ausbildung ist gleich fertig. So, schauen wir uns hier noch ein bisschen mal das Ganze an. Die langfristige Investition nehme ich auch gleich rein. Das dauert zwar echt lang, aber bringt trotzdem genügend Kohle. Eine Bildungsreform kannst du auch gleich machen. Ist direkt in Berlin allein? Nein, ich habe schon, ich habe jetzt schon 3 gemacht. Ich dachte, du kannst vielleicht den Politikern ein bisschen was beibringen. Ja, schön wär's. So, unsere Gefangenen stehen gleich auf. Morgen gibt's dann wieder eine Durchsuchung, das wissen sie noch nicht. Außer sie gucken ganz fleißig YouTube-Channels. Ja. Stimmt, wir haben ja hier überall Fernseher aufgestellt. Und damit, liebe Insassen, immer schön brav gucken, dann wisst ihr direkt, wann die nächste Razzia kommt. Ja. Wie sieht's da unten aus? Ist mein Zaun hier fertig? Kann ich den Rest hier abreißen? Ja, kann ich. Dann vergrößern wir jetzt hier unser Gebiet auch ein bisschen. Was mich auch mal interessieren würde, würden die es eigentlich jetzt verstehen, wenn du auf einmal da hinten plötzlich den Zaun wegreißt? Glaubst du, die hauen an? Ja. Und wie sie das machen, die verstehen das so schnell. So, wir schauen hier oben auch mal in die Zellen rein. Guck, ach, die sind schon aufgestanden. Mist. Sonst hätten wir jetzt gerade schauen können, ob vielleicht irgendjemand gerade irgendwie einen Tunnel bastelt. Kannst du den nicht irgendwie auch auf so Zwangsruhe jetzt hier so verordnen, dass alle verschwinden müssen? Doch, man kann hier alles Mögliche. Also Zwangsruhe ist ja nachts dieses Schlafen. Ich habe ja hier, habe ich mir ja einen Tagesplan reingesetzt. Du kannst dir den Mittagsschlaf verordnen, wie süß. Ja, genau, richtig. Und ich überlege, ob ich gerade die normalen Gefangenen hier jetzt irgendwie aus dem Arbeitsprojekt rausnehmen soll oder wie wir das machen. Und ich brauche ja natürlich noch meinen High Security Knast. Und ich glaube, den machen wir direkt in die Mitte rein. Oben oder unten? Das ist die Frage. Oder wir, ja, wenn ich ihn zu nah an einen anderen ran mache. Was soll da groß passieren? Was soll der, da groß passieren? Wenn der so High Security ist, dann ist der auch nicht. Ja, gut. Aber die anderen bauen sich ja dann durch oder bauen Tunnel und schnappen dann die Roten mit. Achso, ich dachte, die bauen sich dann Tunnel und wundern sich, warum sie in der nächsten Zelle rauskommen. Nee, aber ich würde, glaube ich, mal für den ersten, den wir hier so haben können, würde ich mal hier anfangen, direkt weit von allem anderen. Aussieht aber nur Beton, weil man kann ja auch, wenn du Materialien anguckst, kannst du ja richtig Wände, Hochsicherheitswände hochziehen. Wenn ich das ja. Sehen. Aber die brauchen halt zum Teil mehr Platz. Eine Aufgabe, dafür kriegen wir 5000 Euro. Stelle 2 Hausmeister ein. 50% habe ich schon erfüllt. Also haben wir schon? Oh, stimmt. Gefängnispflege. Muss da einen draufsetzen. Ja, eben. Ja. Setz noch mal einen drauf. Personal, ein Hausmeister. Das ist auch dringend notwendig. Ich setze ihn direkt so, in den Schrank, wo er hingehört. Und schon haben wir die Kohle. Danke, dass du das gelesen hast. Wäre mir jetzt gar nicht so aufgefallen. So, unsere Investitionen laufen auch noch hier. Und 3 Familien warten auf Besuch. 8 bis 20 Uhr. Ja, die stehen hier dann wahrscheinlich irgendwo hier oder kommen gleich an. Sehr eher 6 Uhr morgens. Also die haben sich angekündigt. Und werden dann irgendwann jetzt dann auftauchen. So, hier mache ich die Stromleitung noch ein bisschen weiter. Und ein Klonvorgang. Einmal dieses hier bauen wir hier rein. Ah, sehr schön. Jetzt freut er sich wie so ein kleines Kind. Ja, und ich hätte vielleicht dafür aber erstmal den Psychologen hier irgendwie auch freischalten sollen. Und ich überlege, ob ich nicht da oben dann noch meine Waffenkammer einbauen soll. Wirklich direkt neben den Hochsicherheitstrakt, oder? Warum steht hier eine einzelne Personaltür? Damit die schneller an den Billardtisch ran können. Ja. So, unsere Knaschi sind unterwegs. Die einen essen und er macht irgendwie Reise nach Jerusalem. Der macht gerade ein Bäuerchen. Ja, keine Ahnung, was der will. Ja, laut Titel.
okay, dem geht's vielleicht nicht ganz so gesund. Gut, hier brauchen wir noch ein bisschen Strom. Versorgung, halt, falsches. Versorgung. Ich brauche Strom. Das ziehen wir hier von hier drüben nach hier drüben. Kann ich die anderen Sachen jetzt schon bauen? Nein, noch nicht. Was fehlt noch bei der Forschung? Ach, die Gesundheit ist noch nicht ganz so weit. Aber du bist bisher ein reiner Männerknast. Ist schon richtig, oder? Ja. Gibt es irgendwo gemischte Knechte? Ich weiß es gar nicht. Also schon fast. Also ich habe das neulich gesehen. Erzähl mir du mal aus deinem Leben. Du hast da sicherlich Erfahrung. Also ich nicht so. Nee, das nicht. Aber was mir gerade einfällt bei gemischten Knast. Von einer befreundeten Fast-Let's-Playerin ein Sims-Let's-Play mit so zwei Figuren. Die lebten auch schon wie fast im Knast. Okay. Bei dem einen Livestream war das abends mit dabei. Weiß nicht, ah, stimmt, weiß. Stimmt. Zwei liebe Figuren mit den Namen Yvonne und Garrett. Ja, stimmt. Wir müssen diesen Sims-4-Stream echt auch noch machen. Die wurden nachts auch zu sehr harter Zwangsarbeit verdonnert. Ja, ja. Also wenn ihr Lust habt auf einen, den wahrscheinlich abgefahrensten Sims-4-Stream überhaupt, schreibt bitte in die Kommentare rein, ob ihr sowas wollt. Wir lagen nachts so am Boden vor Lachen. Und haben uns die ganze Zeit gedacht, wir müssen ihr unbedingt einen Rechner schenken, damit sie auch streamen kann, weil... Also, das war... Nein! Ist doch egal, da drunter kommt doch eh nochmal eine Reihe rein. Ja, aber ich habe die hier falsch gebaut. Ach so. Also, wenn ihr das wollt, schreibt es einfach in die Kommentare, schreibt uns. Und dann organisieren wir vielleicht sogar mehrere Let's Player, die das sind. Das wäre eigentlich auch ganz schön, so jede Session von einem anderen. Ja, aber Yvonne, ja, wir müssen sie erst noch überreden, dass sie das auch mal aufnimmt. Aber genau. Was sie mit ihren Figuren bei Sims 4 macht, also... Normale Psychopathen machen irgendwie so, ja, ganzer Tag Sex irgendwie oder ach komm, ich töte alle außer den einen und so. Aber sie hat echt, ich möchte nicht zu viel spoilern, aber das war so aber, cool. Aber meine Hand klatschte die ganze Zeit immer so vor mein Gesicht dran, weil es ging echt. Hat sie irgendwo gejuckt oder wie? Ja, das war echt das so eine Mischung aus Jesus, Huhn und Schwingschleifer irgendwie. Also es war zu klasse. Und wie sieht's aus mit meiner Forschung? Was ist mit meiner Krankenschwester? So, ist noch. Die ist gerade noch im SM-Studio, wenn er da ist, muss noch warten. So, hier machen wir auch auf. Toll! Die Dusche ist dreckig wie nochmal was, aber wo gehen sie hin zum Saubermachen? In den Raum, der gerade neu gebaut wurde. Ach ne, oh, ich nehme alles zurück, Duschraum ist sauber. Stimmt, ist auch gerade keine Duschzeit, warte mal ein bisschen 5 Minuten. Ja. Aber guck dir mal den Waschraum an, ey, der Waschraum strotzt ja schon voll Dreck. Welcher Waschraum? Der hier. Wo hast du die Wäscherei aufgebaut? Entschuldigung, Wäscherei. Ja. Ist genauso dreckig. Und darum soll ja auch die Wäsche sauber werden. Ja, die Jungs arbeiten hier auch wie nochmal. Ich bin ja sehr gespannt, wie das dann eigentlich später in der Werkstatt aussieht, weil da müsste es ja eigentlich wirklich dreckig werden. Ja. Ich gucke jetzt, dass wir ganz schnell hier die Schulung reinbekommen. Ach, guter Tipp. Machen wir mal die Programme. Lehrsteller, also die Sicherheitsunterweisung. Sitzunglänge 2 Stunden, jeder Gefangene benötigt eine Tischsäge, freiwillig, praktische Tätigkeit. Dreckig. Die Küchenunterweisung ist ja geil, da kannst du neue Küchenhilfen einstellen. Ja, ja, aber was können die in der Küche alles klären? Messer und so weiter. Küche, lass ich lieber durch die Küche. Da können sie Kreissägenblätter, Pfeilen, Schaufeln, Pickel, alles klauen. So, Tischler nehmen das wir auch. Das unten ist ja geil. Hier, pharmakologische Behandlung von Drogenabhängigkeit. Mhm. 2 in Warteschlange. Ja, das hilft auch wieder bei Gesundheit. So, Grundausbildung. Grundbildung, viel schlimmer. Ach, Grundbildung. Das Hauptschulabschluss. Nachmachen ja, Sitzungslänge 3 Stunden. Jeder Gefangene benötigt ein Pult, freiwillig von externen Kräften. Sitzende Tätigkeit akademisch. Lassen wir mal noch weg. Allgemeinbildung,
Braucht auch keiner. Pharmakologisch lassen wir noch weg. Der Psychologe haben wir noch nicht, deswegen machen wir noch nicht die Gruppentherapie für Alkoholiker. Was ist das denn? Trainingslehrgang über Tarzan? Taser! Ach so. Das sind Elektroschocker. Ich hab gerade überlegt. Oh, aber guck, unsere Putzkräfte stehen wie begeistert hier gerade vor dem Raum dran und möchten unbedingt rein. Ach komm, guck mal, eine Tür. Die kann man putzen. Aber ich glaube, die lassen wir dann in der nächsten Folge. Ja, so viel dazu rein. So, lassen wir die in der nächsten rein, haben wir schon. Jetzt haben wir sie gerade schon reingelassen, dann dürfen sie halt erst in der nächsten wieder raus, würde ich so rum sagen. Ja, du, wir machen noch schnell den Tag hier fertig, also genau. Würde ich sagen. Weil heute Abend gibt es wieder eine Razzia. Was wollte ich hier oben nochmal hinbauen? Ach so, meinen Hochsicherheitstrakt. Und da überlege ich jetzt gerade, wie ich die Zelle aufbaue. Ich habe da ein recht nettes Konzept gesehen gehabt. Ich überlege nur gerade, ob ich das wieder hinbekomme. Also, das hier ist die Betonmauer. Ach, ich brauche ja schon mal. Ach, Schrott. Einrichtung, ich brauche eine Gefängnistüre. Und die ist direkt schwere. Die sogar den stärksten an. Oh! Ja, aber ich glaube, hier oben reicht mir noch eine einfache. Also eins stelle ich mal fest, das Diensttelefon wird auf jeden Fall nicht das neue iPhone 6. Hier? Garantiert nicht. Bandit like Beckham, hier? Nee, ich habe gerade eben ein Foto auf Facebook gefunden, das iPhone 6 hat wohl einen ganz schlimmen Knick in der Optik drin. Ja, hast du nicht das Bild gesehen, wo ich auf Facebook noch gepostet habe vor gerade zwei eben. Tagen, wo ich in Berlin gesehen habe, diese Leinwand. Das ist schon echt geil. Ich kopiere das nicht, ich glaube, das verlinken wir dann auch irgendwo, aber das ist cool. Ja, das schauen wir mal ein. Von was wir jetzt reden, das erfahrt ihr dann morgen in einer neuen Runde hier bei Prison Architect. Ich möchte jetzt endlich mal auch ein paar Hochgefangene oder ein paar Schwergefangene mit reinnehmen. Die Überleitung war dreckig. Also, war sie dreckig? Die war fies, die war doof, aber nur. Egal. Also morgen. Du meinst von iPhone auf ganz schlimme Probleme. Oh, jetzt, wir verschürzen uns gerade mit ganz vielen Personen. Die brauchen wir alle noch. Ja. Nichtsdestotrotz, morgen ich danke euch vielmals. Hochsicherheitsgefängnissen weiter und genau. Ja, so. Danke, dass du mir so rein hast. Na, wir machen morgen weiter. Ich bin sehr gespannt. Vor allem schreibt in die Kommentare, wenn euch irgendwas auffällt, was man anders vielleicht machen sollte. Wenn ihr irgendeinen Tipp habt, wie wir endlich hier mehr Kohle bekommen. Und ja, was wir noch alles hier jetzt als nächstes bauen sollen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.